Ich grüße Sie, Frau Waldmann. Hallo. Frau Waldmann, in Frankreich will man ja die Burka in der Öffentlichkeit verbieten. Und im Westen ist es ja, ist diese Ganzkörperverschleierung etwas wirklich sehr Negatives. Es wird als Gefängnis der Frauen beschrieben. Muslime argumentieren ambivalenter. Was meinen Sie? Ich bin der Meinung, dass es immer schnell gesagt ist, es ist ein Gefängnis für diese Frauen. Ich glaube, man muss es andersrum sehen. Wenn die Frauen die Burka anhaben, haben sie die Chance, ihr Haus verlassen zu können. Sie können sozusagen im öffentlichen Leben teilnehmen. Wenn sie die Burka verboten bekommen, bedeutet es automatisch eine Verbannung der Personen in das Haus. Burka Bondage heißt ihr neues Stück. Burka, also diese Ganzkörperverschleierung extremgläubiger Muslime, und Bondage ist eine sexuelle Fesselungstechnik aus Japan. Was haben die denn miteinander gemein? Es sind zwei Dinge, wo ich versucht habe zu sehen, wie sich Menschen sozusagen aus der Gesellschaft zurückziehen, weil sie das Gefühl haben, dass die Gesellschaft immer unerträglicher wird, und sie suchen Ausfluchtsorte. Und ich bezeichne die Burka als einen Ort, der sozusagen ein Fluchtort auch sein kann, mit dem man entfliehen kann. Genau dasselbe ist bei der Bondage-Situation auch so. Man gibt sozusagen seinen Körper, seine ganze Macht in die Hände von jemand anders, dem man vertrauen kann und vertrauen will. Und das bedeutet, dass man dem Körper eine bestimmte Form von Freiheit schenkt. Und insofern, das sind es natürlich zwei Situationen, die sehr stark aneinander clashen, weil das eine natürlich das Verstecken des Körpers ist und das andere geht ja meist mit nackten Körpern um. Aber es sind eben beides sehr extreme Situationen, die sozusagen ein Clash of the Bodies auf eine bestimmte Art und Weise thematisiert. Ja. Sie haben es gerade selber angesprochen, Clash of the Bodies ist auch Clash of the Cultures. Sie haben in Iran gearbeitet, in Afghanistan, in Palästina. Ist Clash of Cultures Ihr Thema? Ja und nein. Es ist immer so, dass ich Dinge finde, wenn ich ins Ausland gehe und bestimmte Situationen vorfinde, wie zum Beispiel im Iran, da finde ich die Zelte und habe das Gefühl, mit den Zelten etwas auszudrücken zu können, was wir hier vielleicht auch mal anders sehen könnten. Genauso ist es mit Burka Bondage. Ich finde Situationen in bestimmten Ländern, ich nenne es immer sozusagen die Fundstücke, und bringe die hierher, um auch in Europa das Bild verändern zu können, weil ich glaube, dass wir mit diesen vorgefertigten Meinungen immer viel zu schnell sind. Und zum Beispiel, ich glaube, die Leute, die jetzt heute dafür stimmen oder die wollen, dass die Burka nicht im Straßenbild vorkommt, die haben so eine Burka wahrscheinlich noch nie im Leben live gesehen. Sie haben wahrscheinlich auch noch nie mit einer Burka-Trägerin gesprochen. Also das Interessante ist doch eigentlich mal rauszufinden, was steckt da eigentlich drunter, und sie nicht unbedingt verbannen zu wollen, sondern das Interesse an dem Menschen zu haben, der das trägt und der mit dieser Art von Kultur leben will und leben möchte oder vielleicht auch teilweise gezwungen ist, mit diesem Glauben zu leben. Kann man denn mit solchen Frauen denn überhaupt sprechen? Ich meine, ist es möglich, eine Frau anzusprechen und die wird dann Ihnen sagen oder mir sagen, wie es ihr geht unter der Burka oder mit der Burka? Das kommt drauf an. Ich glaube, man sollte einfach mal ein bisschen Mut haben und auf die Person zuzugehen. Es ist natürlich schwierig, wenn man eine Person sieht, die so abgeschottet ist. Das bedeutet automatisch, dass man sehr viel mehr Mut haben muss, sie anzusprechen. Aber ich habe gerade in den Momenten, wo ich dann im Ausland gearbeitet habe, natürlich, ich arbeite mit Theaterleuten und die sind per se offener vielleicht und auch die wollen ja Austausch haben. Insofern habe ich dann schon eine Chance, bestimmte Dinge auch aus ihnen rauszubekommen oder natürlich auch spielerisch rauszubekommen. Also wir machen ja Theater. Das geht ja dann nicht darum, ein Interview mit denen führe, sondern über spielerische Elemente an Dinge ranzukommen, die sie vielleicht so gar nicht gesagt hätten, und das Theater auch als einen Schutzraum bezeichnen. Die westliche Kritik hat ihnen Klischeehaftigkeit vorgeworfen, sie würden einer Wirklichkeit hinterherrennen. Warum dieser gereizte, misstrauische Ton im Westen diesen Phänomenen gegenüber? Ja, ich glaube, dass in dem Moment, wo man versucht, Dinge mal anders zu sehen, also allein die Behauptung, dass ich sage, die Burka kann auch Freiheit sein, das stößt auf so vehemente Kritik und auch Entsetzen auf eine bestimmte Art und Weise. Es ist aber so, dass ich habe mit einer der Schauspielerin gearbeitet bei Burka Bondage, die mir gesagt hat, ich würde das fast gerne, ich weiß nicht, ob ich das darf, ist Zeit dafür, darf ich das kurz vorlesen? Ja, klar. Und zwar, sie sagt, eine Burka zu tragen bedeutet, zu versuchen zu entkommen von Argwohn, Misstrauen und Verhaltensmaßregelungen. Sie bedeutet eine Flucht aus dem familiären Blickfeld und aus dem der Gesellschaft. Ich trage die Burka, weil ich Freiheit spüren will und weil ich unabhängig sein will, wenn auch nur für eine Sekunde. Ich trage die Burka, weil ich neue Erfahrungen und neue persönliche Beziehungen suche. Meine Welt unter der Burka ist voll von Quadraten, die meine Sicht und meine Visionen stören.
Ich trage die Burka auch, weil ich sie wegreißen will, wenn auch nur für eine Sekunde. Ich möchte nicht zu Hause bleiben, also trage ich die Burka, weil ich von zu Hause entkommen will. Und ich glaube, das sieht man hier überhaupt nicht und das hört man hier normalerweise auch nicht. Frau Waldmann, Sie sehen auch Schleier bei uns. Sie sehen sozusagen den Rückzug aus der Wirklichkeit auch im Westen. Das heißt, man nennt das dann Burnout oder in Japan gibt es ja das, dass man sich jahrelang ins Zimmer wegsperrt. Ist es eine schleichende Burkaisierung im Westen? Ja. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. In Japan ist es das Phänomen des Hikikomori. Das sind wirklich Leute, die 10, 20, 30 Jahre aus der Gesellschaft zurückgehen. Ich finde, das merkt man hier aber auch. Dass den Leuten ist, es ist ein Rückzug da. Die Leute ziehen sich hinter vier Wände zurück, lassen die Jalousien runter und vielleicht weinen sie dort. Aber es wird nicht so stark nach außen gezeigt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man wirklich sagen kann, irgendwas stimmt an dieser Gesellschaft nicht. Und die Leute spüren es inzwischen und können damit auch nicht mehr, damit nicht mehr umgehen. Frau Waldmann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gern geschehen.